Ach, Bruder, ey, wie ihr alle. Oh mein Gott, ey. Wenn jetzt gleich eine Kurve kommt. Nee, gut, das ist gut. Eins ist der Porsche, den du hast. Hey, ja, okay, okay, ich hab's verstanden, Spiel. Toll, es ist jetzt ein Abschnitt, wo meine Karre nicht so glänzen kann. Dass es hier um Speed geht und nicht um Beschleunigung. Boah, der verkackt gerade. Nein, keep up! Denkst du, meine Karre kann irgendwie mit Speed mithalten? Nö. Damit dann und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Crew Motorfest mit Dennis im Online-Modus Grand Races. Was geht die Pause ab hier, hallo? Guten Tag. Ich habe mich jetzt mal wieder für zwei andere Fahrzeuge entschieden. Also mein Alpha Grand Prix, der bleibt gleich. Da habe ich nur den, der ist, also ich habe alle, also viele, aber das ist krass, das Ding, das nehme ich. Ich nehme jetzt bei Hypercar, nehme ich mal den Lambo. Mit dem lief es ja letztes Mal gar nicht so schlecht. Und bei Street Tier 2 nehme ich jetzt mal wieder mein E-Porsche, denn auch mit dem lief es immer super. Super Rino, deswegen nehmen wir Deno. Deswegen nehmen wir Deno Rino, ja. Ja, viel Spaß auf jeden Fall und schauen wir mal. Was hast du genommen? Bitte mit dem Unterhalten sagen, was du genommen hast? Nö. Zu kacke? Du musst es sagen. Oh, ja, er nimmt den. Ist das der Agera R oder der Jeskel? Nee, ist der Agera R. RS, glaube ich. RS sogar, ui, ui, ui. Aber weiß ich gerade gar nicht, muss sagen. So, ja, wieder von P14 nur. Ja, lächerlich. Okay, diesmal starten wenigstens alle vor allem. Außer die ganz vorne offensichtlich, die haben den Start verpennt. Ja. Oh Gott. Oh ne, oh ne, ich will nicht weggejisst werden. Okay, ich bin entgangen. Junge, warum ist die Karre stehen geblieben gerade? Hallo, warum sind die alle so schnell hinter mir? Oh ne. Ich bin so reingeschissen gerade. Ey, schneller! Ey, Junge, Junge. Mann! Hat sich ein bisschen zerlegt gerade, wa? Der Wichser drückt mich raus! Junge, der Erste, der kann schon wieder so wegfahren, weil er einfach keinen hat, der ihn aufhält. Beziehungsweise wegrammt. Die ja, so Bonnen. Schlecht bin ich noch nie Formula gefahren, ey. Ey, ich fahr genauso wie er das verkackt, oder was? Digga, bist du bekloppt, oder was? Hm. Ach. Schon, Digga. Fuck you, Mann. Wie der Lambo sich jetzt schlägt hier.
Digga, dieser Bugatti, der ist ja auch nicht mehr so anders okay, oder? Scheinbar. Warum er verkackt, das ist meine Chance vorbeizuziehen, wenn er mir nicht die Tür zuknallt. Nein, er lässt mich passieren. Oh mein Gott, das ist ein netter Spieler. Aber ich verkacke die nächste Kurve, weil die Karre auf einmal rausrutscht. Das ist natürlich schade. Sehr, sehr ärgerlich. Junge, bremst doch! Sonst mega gut die Karre, aber Bremsen und Lenkung. Mann, diese Scheißkiste macht doch keinen Spaß zu fahren, ne? Der RS, ne? Viel zu instabil, Mann. Junge, wie sie jetzt alle schon wieder ankommen. Hä? Bitte, was soll ich für ein Hypercar nehmen, dass es hier endlich mal vorangeht? Es ist immer die Hypercar-Kategorie. Was für ein Speed er hier durchknallen kann. Okay, läuft. Läuft, Spiel, läuft. Und ich habe keine Chance, ihn einzuholen. Junge, was hat der für eine Karre? Das ist, glaube ich, ein Ferrari. Ist der, den ich auch hab? Könnte der sein. Oh, jetzt kommt Speed hier 2. Vorbei, komm schon. Hey! Nee. So nicht. Boah, jetzt mach ich dicht hier. Ich versteh's nicht, ich fahr die gleiche Linie wie ihr. Wie könnt ihr denn so viel schneller sein? Gibt es irgendeine Einstellung, die man machen kann oder so? Nö. Wir haben die gleiche Karre, gleiche gleiche Fahrlinie. Ich vermute mal, du hast auch Vollgas gerade. So ja. Ich hatte keine Chance, ihr seid mir einfach davon gefahren. Wenn wir wenigstens gleich schnell gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, aber ihr seid einfach davon gezogen. Ich mir denke, hä, da kann doch jetzt aber irgendwas nicht richtig sein. Irgendwas muss doch hier verkackt sein.
Digga, der Typ hier mit dem Lambo, der nervt so rum, ey. Ja. Ja, P18, naja. Gut. P9. Na, mal sehen. Jetzt müsste ja eigentlich eine neue Kategorie kommen, wa? Oh, jetzt wird's mal wieder Zeit, laut Spiel, glaube ich, für Doppelrallye, wa? Hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss sagen. Mal wieder was, ja. So Drift wäre doch mal eine geile Kategorie, Mann. Ne, Street Tier 2. Oh. Rally Raid Racing wieder. Na gut. Damit kann man vielleicht arbeiten. Rally Raid, viel geradeaus, Racing. Ne, wenn ich schon wieder Serpentin sehe, die man damit Racing wieder fahren soll. Mein Gott. Jetzt wieder. Digga, da bleib ich am Anfang direkt beim Porsche, glaube ich, halt so bei Beschleunigung. Oh. Zum Anfang des Rennens, da ist der nicht verkehrt. Überlege nur, was ich als letztes Auto nehme, nämlich den VW wieder, der war auch immer ganz gut. Digga, wie gut das gemacht ist. Du kannst hier gegen die Autos fahren, dann gehen einfach die Alarmanlagen an. Aber danach despawnen die. Das ist ja auch witzig. Wenn du gegengefahren bist, verschwinden die. Eine Perse, eine P-Chevy, wie ich sehe. Na klar. Digga, holt sich den Bugatti, weißt du, sagst du mir, na klar oder was? Da flipp ich komplett aus. Ja, aber der ist so. TKP 27, einfach letzter ja, Platz, P28. Alter. Ja, okay, ciao. Ja, der Porsche ist einfach. Einfach nur abartig, Mann. Deswegen habe ich den genommen und start ein bisschen wieder. Die aber da kommt der Chevy! Mann! Drück mich nicht in die Wand. Hä? Wo ist mein Booster hin? Wie 16. Eieiei. Ja, Junge, was sie für eine Pace haben. Ey, wenn ich eine andere Karre nehme, dann sind die nicht schneller als das E-Auto. Ich gucke, ich sehe das doch beim Speed. Also ich hatte ja eben jetzt schon mehrere durchprobiert. Die haben alle nicht mehr als 330 geschafft. Der Porsche schafft 360. Die anderen, die knallen hier an mir vorbei. Da ist doch irgendwas nicht richtig in eurem Balance-System. Oh, hier geht der Rally-Rate los. Ich sehe schon wieder, wie er jetzt von hinten mit seinem BMW aufräumt, Alter.
Hallo Spiel, gibt's für mich auch sowas wie Windschatten? Ich komme einfach nicht vorbei! Oh nee! Mir die Tür zuknallt. Junge, der Typ vor mir leckt so rum. Was hat der für eine Karre? OP ist die? Ah, Ferrari wieder. Es ist aber auch... Digga, die sind so stark. Ist dieses Spiel von Italienern entwickelt worden? Hm. Nee. In der Regel ist es ja so, dass die Fahrzeuge stärker gemacht werden, wo es entwickelt wurde. Ne? So wie bei Gran Turismo mit den Japanern. Die sind so stark in dem Spiel. Ey, hier sind die Italiener einfach richtig krass. Bugatti... Bugatti Ferrari. Ist französisch. Kann nicht sein. Ist ein I-Drill, ne? Ist also. Wurde aufgekauft. Von Ferrari. Nee. Digga, aber der Alter, der hängt mich ab. Ich meine, ich bin Bugatti Bolid. Ich muss den doch eigentlich. Rasieren, aber nein, der zieht davon, das ist ja echt sagenhaft. Nichts drin mehr, ja, schade. Schade, der Ferrari ist zu stark und er knallt mir die Tür zu. Er ist der größte Huren. Er ist der größte Wichser auf Erden. Dass er damit durchgekommen ist. Dadurch ist er jetzt Vierter geworden und ich nur Fünfter. Das ist, ey, das ist, nein, ich könnte jetzt nicht am liebsten jetzt in den Bildschirm reinschlagen. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich die Tür. Ja, neunter Platz, naja. Oh mein Gott, ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, dass ich das jetzt nicht tue. Dieser Typ. Mein Freund. Mann, Alter. So, ein Rennen gibt's jetzt noch. Irgendwie wird man's dir einzahlen. Letztes Rennen für die Folge, Mann. Dann tut es der liebe Gott. Wird dich strafen, mein Guter. Ach ja. So, haben wir jetzt eine neue Kategorie? Nee, das ist jetzt die gleiche, ne? Ja, genau. Also, was ist mal damit? Nervt mich halt. Also, ich bin natürlich mit P5 zufrieden, aber ich hasse das, wenn ich dann... Weil diese Wichser nicht verlieren können und ein Vierter oder Fünfter wird. Meine Fresse! Hauptsache nicht vorbeilassen, ey. Ja, natürlich nicht. Was erwartest du eigentlich? Bei diesen Leuten... Aber ich bleib beim Porsche als erstes, der ist, glaube ich, dafür schon ziemlich geeignet. Jetzt ist die Frage, nehme ich den Bolid wieder oder nehme ich mal wieder den Electric? Eigentlich war der Electric auch nicht schlecht.
Ich probiere es nochmal mit dem Electric. Zwei E-Autos wieder am Start. Einmal zum Start und zum Ende und in der Mitte ein bisschen Rallye. Das ist doch okay. Wenn man sagen muss, mit dem Bolid bin ich gerade Fünfter geworden am Ende. Also, ich hätte eigentlich den Vierten noch holen müssen. Was mir der Typ dann versaut hat, indem er sie einfach dann vor mich gequetscht hat. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Das war so ein richtiger Massimo-Move. Ja, da. So ein richtiger Premium-Move, so ein richtiger Premium-Move. So. Ein richtiger Pyro-Fi. Pyro-Fi, jawohl. Pyro-Fi. So. Mal gespannt jetzt, ja. Los, jetzt startet das Spiel, du. So, da sieht man die Fahrzeuge. Also ich, ihr nicht. Haha. Ja, ihr nehmt den Porsche. Der andere ist aber besser. Falls du den hast. Welchen? Na, der andere Porsche. Was für ein anderer Porsche? Nee, der ist bei Rally Raid. Digga, da zieht der Porsche weg. Ach, Bruder, ey, wie ihr alle. Oh mein Gott, ey. Wenn jetzt gleich eine Kurve kommt. Nee, gut, das ist gut. Eins ist der Porsche, den du hast. Hey, ja, okay, okay. Ich hab's verstanden, Spiel. Toll, es ist jetzt ein Abschnitt, wo meine Karre nicht so glänzen kann. Dass es hier um Speed geht und nicht um Beschleunigung. Boah, der verkackt gerade. Nein, keep up! Denkst du, meine Karre kann irgendwie mit Speed mithalten? Nö. Digga, wie weit der erste schon wieder weg ist. Heckt der oder was? Na fuck, fahren die denn hier zusammen? Ich kann doch nicht so einen Speed haben. Wo meine Karre wieder ein bisschen mehr glänzen kann, weil bessere Beschleunigung als die anderen. Sorry, Meister, musste sein. Nicht von hinten in die Dings rein. Spiel, wann kriegst du es endlich geschissen mit diesem Einspawn-Punkt? Ey, dadurch habe ich gerade schon wieder zwei Plätze verloren.
was ist denn das? Wow, Digga, Alter, das Spiel, Mann. Digga, warum sind da mitten auf der Wiese zwei Mauerblöcke? Ich Idiot fahre noch rein als einziger. Kategorie, also da verliere ich immer so krass, nur diese BMWs immer so auf. Okay, Kategorie Racing. Mal gucken, was wir mit dem VW hier noch rausholen können. Ja. Jetzt bleib doch mal auf der Strecke. Hey! Was fährt der sich so scheiße gerade? Geht doch mal auf der Straße, danke. Jetzt habe ich ja wieder die zwei Wichser im Nacken. Digga, die Karre ist gerade Müll, Alter. Richtig Müll. Wow, da hätte man einfach rüber. Wow. Ja, das war ja. Nee. Wahrscheinlich würde ich mit dem Racing auf dem Gelände fahren können. Also, wenn ich da rauf fahre, dann drehe ich mich aber immer instantly weg. Ja, geht doch. Das geht gar nicht, ey. Ich bin so schlecht, das war jetzt Unvermögen. Warum fahre ich seitlich auf die Rampe, ey, Junge? Das hat mich da gerettet. Ah, reicht trotzdem noch. Oh, wenigstens P5 noch geholt. Junge, ich hätte so locker Zweiter werden können. Nein, ich versau's mir selber. Ah, das war schlecht gefahren. Muss man leider auch so ehrlich sein und zugeben. Ah ja, 5 und 6 immerhin nochmal. Das war's von der Folge wieder. Nächste Folge ist dann weiter. Eine machen wir auf jeden Fall noch, denke ich mal, wa? Jo, kann ich mal. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao.